Respekt und Würde sind ein Markenzeichen einer christlich geprägten Gesellschaft, aber auch einer sozialen. Bayern soll ein Land sein, in dem Respekt und Würde einen besonderen Stellenwert hat. Insbesondere, wenn es um die letzte Meile des Lebens geht. Ich finde, wir sollten unseren Eltern und Großeltern genau den Dank erweisen, den sie uns erwiesen haben, indem sie uns großgezogen haben und geholfen haben, als wir noch kleine Kinder waren. Deswegen ist es wichtig, dass wir in Bayern auch dafür sorgen, dass der Bereich der Pflege besser ausgestattet wird. Wir wollen in Bayern mehr Pflegeplätze. Wir wollen, dass Pfleger besser bezahlt werden. Wir wollen, dass überall im Land Pflegemöglichkeiten bestehen, um eine menschenwürdige letzte Meile des Lebens zu haben. Aber wir wollen auch diejenigen unterstützen, die keine tariflichen Pflegekräfte sind, nämlich die Angehörigen. Ich finde es besonders beeindruckend, dass bei uns in Bayern zu Hause am meisten gepflegt wird. Denn zu Hause zu bleiben, in den eigenen vier Wänden, ist die schönste Form, älter zu werden. Und wenn Angehörige in der Lage sind, ihre Eltern und Großeltern zu pflegen, dann finde ich, sollten wir ihnen besonders helfen. Deswegen werden wir in Bayern ein eigenes Pflegegeld machen mit einem hohen Betrag, wo dann einmal im Jahr diese Auszahlung erfolgt, um den Familien einfach ein Dankeschön zu sagen, um Motivation zu leisten, um Anerkennung zu zeigen, dass wir als Staat es unglaublich schätzen, wenn diese Familien sich selbst unterstützen und gegenseitig unterhalten. Und es geht nicht nur um die letzte Meile, es geht mir persönlich auch um den letzten Meter des Lebens. Meine beiden Eltern sind verstorben, meine Mutter sogar einige wenige Tage vor der Landtagswahl. Mein Vater selber war einmal dann auf einer Palliativstation. Dort habe ich gemerkt, wie es ist, wenn die letzten Meter des Lebens menschenwürdig zu gehen sind. Mich hat es tief beeindruckt damals, wenn eine Schwester ihm geholfen hat, die ihn vorher nicht kannte. Ich möchte, dass wir den Ausbau der Palliativ- und Hospizmedizin deutlich aufnehmen, dass wir die Plätze verdoppeln, dass wir die ehrenamtliche Palliativ- und Hospizarbeit mehr unterstützen. Dies muss zu einem Markenzeichen in Bayern werden. Denn ich finde eines, wir sollten die letzten Meter des Lebens, und die kommen für jeden von uns, genau in der gleichen Würde, mit dem gleichen Respekt begehen können, wie wir unser ganzes Leben gelebt haben. Da möchte ich, dass Bayern Vorreiter ist.